sich bei uns mal alles um Babys drehen würde, hätte keiner gedacht. Es begann irgendwann letzte Woche. Ja, Prinzessin. Ja, Lisa, was sagst du? Jetzt reicht's. Ruhe! Okay, Leute, Pause, bis Tom ausgesäuselt hat. Dann gehe ich eben jetzt einkaufen. Okay. Ja, Lisa, mach ich. Ein Glas Gurken. Ja, in letzter Zeit stehst du echt auf Saures. Kannst du noch ein Glas Gurken mitbringen, bitte? Danke. Okay, wird gemacht. Ich dich auch. Tschüsschen, Küsschen. So, ihr Putzteufel, jetzt könnt ihr weitermachen. Okay. Hey, hey, seht mal. Guck mal, was James gefunden hat. Was denn? Happys Fotoalbum. Ah. Klein Happy, och, süß. Oh, jetzt kriegt euch mal wieder ein. Das ist nicht Klein Happy, das ist doch ein Häppchen. Guck mal, hey, von unserer Einweihungsparty, da ist ja Arktos. Wo ist Arktos? Ach, da! Oh Mann, das Original Titanic-Fotoalbum. Wenn Happy merkt, dass wir ohne zu fragen in ihr Album geguckt haben, gehen wir alle genauso unter wie die Titanic. Los, Leute, holt das Bügelbrett und das Bügeleisen. Okay. Ja. So, das eine Foto noch, dann haben wir es. Ja. Oh, hey. Was denn? Oh, Mist, helf mir, es klebt fest. Ich fass doch kein Bügeleisen an. Au! Oh. Schalt doch den Schalter aus. Ach, Kinder. Oh nee, ausgerechnet das Kinderfoto. Oh Gott, da erkennen Sie Ihre Eltern noch nicht mal drauf. Das können wir unmöglich hier reintun. Oh Mann, sie wird euch die Haut abziehen, das sage ich euch. Ja, und dich wird sie einschmelzen. Hey, wartet. Was? Ich hab's. Wir stellen das Foto nach. Ja, wir besorgen Babyklamotten, einen Kinderwagen und einen Stoffhasen, der genauso aussieht wie Happy. Ja, cool. Perfekt. Sie kommt. Los, James, halt sie auch. Komm. Mach hin. Was soll ich denn damit? Nimmst du? Was soll ich? Nein. Was soll ich denn damit? Ja, schnell damit ins Regal. Tempo, sie kommt. Los, es muss so aussehen, als hätten wir gebügelt. Tom, zieh deine Hosen aus. Ja, bitte. Hosen runter. Oder soll ich dir helfen? Mach hin. Ich kann das alleine. Nimm deine kalten Flossen weg. Ich kann das schon alleine. Ach, jetzt beeilt euch doch. Ja, Batzer, los, schnell. Danke, ist heute der Tag des höflichen Pinguins oder habe ich meinen eigenen Geburtstag verschlafen? Aber abgesehen davon, ich finde das äußerst praktisch, einen Träger beim Einkaufen zu haben. Ich glaube, das mache ich jetzt immer so. Können wir das ausmachen, Jamesy? Toms Hose zum Bügeln? Der hasst doch gebügelte Hosen. Merkwürdig. Aber das ist doch mein Kinderfoto, verkokelt am Bügeleisen. Aber wieso? Das Album ist noch da. Aber Müffen tut's hier ein bisschen komisch. Der Putzeimer. Ich verstehe. Die Jungs gucken sich ohne meine Erlaubnis die Fotos von mir an. Dabei fällt das Album in den Putzeimer. Richtig. Die nassen Fotos werden gebügelt. Richtig. Ein Foto. Richtig. Folglich werden sie versuchen, das alles irgendwie wieder hinzukriegen. Na, wartet. Jetzt werde ich euch ein bisschen ärgern. Gratuliere! Kannst du nicht wenigstens Hallo sagen, bevor du jemanden erschreckst? Und gratulieren zu was? Na, dazu, dass du Papa wirst. Du meinst die Kinderklamotten? Ja. Ja, deine neue Freundin Lisa, die freut sich auch schon. Hat sie mir gerade am Telefon erzählt. Lisa, was hat sie denn gesagt? Sie hat gesagt, sie ist schwanger und freut sich auch schon auf das Baby. Deswegen auch die sauren Gurken. Du tust ja gerade so, als hörst du das zum ersten Mal. Ja, aus deinem Mund klingt das auch wie zum ersten Mal. Na, hast du Lisa schon angerufen? Sie ist nicht da. Sie geht nicht ran. Bei so einem Vater würde ich mir das auch überlegen. Ich finde ja Kinder toll, aber so schnell. Ich meine, ich bin ja selber noch ein Kind. Mensch, Tom, ist doch auch was Schönes, Vater zu werden. Ja, so schön wie ein Zahnarztbesuch und eine Blinddarmoperation an einem Tag. Aber es wird noch schlimmer, wenn wir die Fotoaufnahme nicht bald durchziehen. Oh ja. So.
Ja. Okay, Tom, du kannst mit den Requisiten reinkommen. Ja, stell's mal dahin. Okay. Oh, gut. Das Schieben muss aber noch ein bisschen lockerer kommen, Papa. Ach, hä? Der Hasenfratz sieht ja aus wie Happys ausgestopfte Zwillingsschwester. Hände weg von einem unschuldigen Baby, ihr Fotoschänder! Happy? Ein drachenstarker Schnappschuss, oder? Na, aber trotzdem, wenn man was verzockt hat, dann... Soll man sich nicht erwischen lassen. Soll man es zugeben? Tut uns leid wegen des Fotos, Happy. Leert mal die Schachtel da aus. Hä? Die da? Oh Mann! Das gibt's doch gar nicht. Mama und Papa fanden das Foto so süß, dass sie gleich ein paar Abzüge mehr haben machen lassen. Tja, Jungs, umsonst gebügelt. Du, sag mal, hast du Tom eigentlich erzählt, dass du das mit der Schwangerschaft von Lisa nur erfunden hast? Nee, noch nicht. Wieso? Naja, der trainiert schon. Okay, dann versuchen wir's mal. Schlaf, Kindlein, schlaf. Papa Tom ist ein Schaf. Lisa schüttelt's Bäumelein herab, da fällt ein Träumelein. Schlaf, Kindlein, schlaf.